Herzlich willkommen bei VivoTerra, hier und jetzt. Heute schauen wir uns einmal das Element Histamin oder den Botenstoff Histamin an im Zusammenhang mit unserer Darmgesundheit. Und natürlich geht es auch hier wieder um den Leaky Gut, den durchlässigen Darm, der gewisse Stoffe eben nicht durchlassen sollte, ins Blut und somit in die Zellen. Also, wenn von Histamin die Rede ist, denken die meisten Menschen an irgendwelche histamininduzierten Symptome wie Bauchkrämpfe, Durchfälle, Übelkeit, Hautrötungen, Ausschläge, Schwindel, Kopfschmerzen, oft auch histamininduzierte Migräne, die sehr, sehr schwierige Symptome verursacht, Herzrasen bis zur Atemnot und Kreislaufproblemen und so weiter. Warum Kreislaufprobleme? Weil unter Umständen eben zuerst der Blutdruck hochgeht und dann gefährlich tief sinkt. So, und eben die meisten Menschen denken dann bei Histamin an, ah, das ist etwas Schlechtes, Histamin, da gibt es dann Antihistamin, um dieses Histamin zu senken. Nun aber müssen wir wissen, dass jedes Symptom im Körper immer einen Grund hat. Symptome sind nicht einfach so da, ohne Grund, und dass man die einfach ignoriert und dann unterdrückt und zumacht. Symptome sind da, so viel vorneweg, das weißt du ja, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst. Symptome sind da, und das erkläre ich immer wieder, die Naturmedizin arbeitet anders als die Pharmaindustrie mit ihrer Schulmedizin. Warum? Symptome sollen nicht einfach so unterdrückt werden. Symptome sind Helfer, Symptome sind die rote Alarmlampe, die leuchtet, die wir nicht einfach ausschalten oder demontieren sollten oder unterdrücken sollten. Nein, Symptome sind Warner, und wenn wir diese Symptome zu lange, über längere Zeit immer wieder ignorieren, weil mit Histaminsymptomen lebt man nicht einfach so, die sind so mühsam und eklig und schwierig zu ertragen und zum Teil auch, wenn sie ganz krass sind, auch lebensbedrohlich und vor allem für die Lebensqualität unschön, unbrauchbar, aus dieser Sicht einschränkend. Das natürlich will man etwas dagegen unternehmen. Und die einfachste Sache, so wie das da draußen ausgespielt wird, heißt ja unterdrücken, aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn, ja, aber weg sind die Symptome dann einfach unterdrückt. Die Ursache ist nicht weg und irgendwann kommt es wieder, und dieses irgendwann ist gemeint, das kommt irgendwann wieder, wenn die Symptome stärker werden oder an einem anderen Ort wiederkommen, aber die Ursache, respektive dieser Herd, der ist ja, währenddem wir die Symptome unterdrücken, nicht auf dem Weg zur Besserung, sondern man lebt genau gleich weiter, ernährt sich ungesund, ungesunden Lebensstil und so weiter. Plus dazu kommt, dass diese Medikamente, welche diese Symptome unterdrücken, weiterhin zusätzlich die Symptome zwar unterdrücken, aber weiterhin zusätzlich weiterhin weitere Symptome und krankmachend sind. Symptome, Medikamente, die, welche Symptome, und das sind alle Medikamente aus der Schulmedizin, sind reine Symptombehandler, die helfen dann nicht, um den Darm gesund zu machen. Also Histamin ist, was ist überhaupt Histamin? Histamin ist ein sogenannter Botenstoff eben, und Histamin erfüllt eben wichtige Funktionen im Körper. Und Histamin regelt unter anderem den Blutdruck. Das heißt, man kann auch ein zu tiefes Histamin haben, tiefe Histaminspiegel, dazu komme ich dann gleich. Nicht eben nur, was man da draußen kennt, ja, zu hohe Histaminspiegel, nein. Aber das ist eben schwierig zu diagnostizieren, wenn man nur
eben die Symptome unterdrücken will. Also regelt, Histamin regelt den Blutdruck. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Wenn wir vom Darm sprechen, und ich habe in einem anderen Video erklärt, die Wichtigkeit der Magensäure. So, weißt du, warum ich immer wieder sage, Darm gesund, Mensch gesund, im Umkehrschluss, Darm krank und der Mensch krank. Der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit. Und auch da ist es wieder so, es kann gar nicht anders sein. Warum? Wenn der Darm das Zentrum der Gesundheit ist, ist der Darm das Zentrum der Gesundheit. Und wenn der Darm das Zentrum der Gesundheit ist, ist der Darm das Zentrum der Gesundheit. Aha, aha. Also, interessant, kommt jetzt. Histamin regelt nicht nur den Blutdruck und regelt, heißt Histamin senkt nicht nur den Blutdruck, hilft mit, sondern kann auch den Blutdruck erhöhen. Und Histamin regelt auch die Ausschüttung des Magensaftes. Und was wissen wir? Die meisten Menschen haben eine zu tiefe, also eine zu schwache Magensäure. Ha. Und wie wichtig die Magensäure für unsere Verdauung ist. Mit einer zu schwachen Magensäure funktioniert kein gesunder Darm. Wir brauchen eine starke Magensäure. Ja, aber das wird draußen ganz anders erzählt. Jeder rennt in die Apotheke und holt sich Antazida, solche sogenannte Magensäurehemmer, und dann oder auch beim Arzt oder Apotheker rezeptpflichtig. Heute gibt es auch ohne. Nicht nur Antazida, Magensäurehemmer, sondern eben auch Beta-Rezeptorenblocker, sogenannte PPI, Protonenpumpeninhibitoren. Ein Inhibitor ist ein Hemmer. Und das macht dann eben, es geht dann ins Blut und über den Blutkreislauf dann in diese Beta-Zellen der Magenwand und die Magenschleimwand und so weiter. Und da wird dann direkt die Magensäure über 90% oder noch stärker zum Teil ganz blockiert. Blockiert. Das heißt, du hast keine Magensäure mehr. Du hast keine Magensäure mehr. Das ist ein Teufels, nicht nur ein Teufelskreis, eine Teufelsspirale nach unten. Ja, es ist etwas tödlich. Niemals die Magensäure. Nein, man soll nie die Magensäure so hemmen. Das ist dasselbe, wie wenn ich sagen soll, ja, du hast irgendwelche Symptome, senk einfach deinen Blutdruck einfach so, so tief. Und zwar auf 90% tief. Dann fällst du um. Ja. Gewisse Stellen im Körper oder Organ können mehr leiden als andere. Und bei der Magensäure, da hast du keine Verdauung mehr. Also Histamin ist auch für die Ausschüttung des Magensaftes da mitverantwortlich und die Menschen haben eben zu wenig Magensäure. Also der Kreis schließt sich hier. Es hat alles mit dem einen und dem anderen zu tun. Nicht einfach nur Histamin anschauen oder den Leaky Gut oder das Mikrobiom oder die Probiotikum und Präbiotikum und ich nehme jetzt ein Probiotikum, ich nehme diese. Nein, das funktioniert ja nicht. Wir müssen, wenn wir Heilung erreichen wollen, Heilung funktioniert immer nur ganzheitlich, sonst ist es keine Heilung, sonst ist es nur einzelne Symptome behandeln, welche dann weitere Symptome, stärkere Symptome verursachen. Also, und Histamin, also für den Blutdruck, für die Magensäure und Histamin regt auch den Darm an, zum Beispiel auch die Darmperistaltik. Und Histamin ist auch verantwortlich oder mitverantwortlich, es gibt nichts, was alleine verantwortlich ist, für das Zellwachstum und, ich sage nicht die Zellteilung, das widerspricht den Naturgesetzen, sondern der Zellkeimung. Wenn etwas wächst, keimt es und unsere, in diesem Fall geht es um die Zellkeimung, um das Zellwachstum. Und sehr, sehr wichtig, was merken Menschen, die einen geschwächten Darm haben, eine geschwächte Darmschleimhaut, Leaky Gut, Stoffe passieren, das Blut und somit in die Zellen vom Darm, was sie nicht, wo sie nicht hingehören, den Schlafrhythmus, den Tagesrhythmus, respektive Schlaf-Wach-Rhythmus und ist auch für die Gedächtnisfähigkeit wichtig, Histamin. Histamin hat wichtige Aufgaben und nicht Histamin ist einfach nur schlecht. Warum? Und was haben wir da wieder? Menschen mit einem Leaky Gut, oder kannst du alle die umgekehrt fragen, alle die zum Beispiel Schlafstörungen haben, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und so weiter. Ja, was hat mit dem Darm zu tun? Und was hat mit dem Darm zu tun? Immer mit dem Histamin. Also, und etwas Wichtiges, was ich am Anfang gesagt habe, Histamin ist auch ein Warner. Als Botenstoff bei Entzündungsreaktionen lässt Histamin unter anderem eben Gewebe anschwellen. Das wissen alle, die einmal so eine
allergische Reaktion, wenn Histamin so stark ausgeschüttet wird, erlebt haben oder erleben, eben Gewebe anschwellen. Es kann bisweilen gefährlich werden und dann muss man natürlich reagieren. Da braucht es die Medikamente und da sind die sinnvoll in einem Notfall, weil das kann lebensbedrohlich werden. Das ist das, was ich immer sage. In der Notfallmedizin brauchen wir diese Pharmakon, anders geht das nicht. Ja? Wenn dir deine Zunge anschwillt, wenn du von einer Wespe gestochen bist und du darauf allergisch reagierst, aber man kann das in Ordnung bringen, dass man auf solche Dinge nicht mehr allergisch reagiert. Aber das braucht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geduld und dann funktioniert das auch. Und das soll ja auch die Idee sein. Ja? So, genau. Und dieses Histamin ist also ein Warner. Und wir sollten diese Symptome oder diese Warnungen nicht einfach ignorieren. So, was sind also die Nebenwirkungen? Jetzt kommt das Gegenteil von einem zu vielen Histamin, wo diese Symptome entstehen. Jetzt wird es interessant. Was sind also die Symptome bei einem Histaminmangel? Ja. Wir können das überall so benennen und bezeichnen und veranschaulichen. Ja. Was sind die Symptome von einer zu starken Magensäure? Ja. Die sind so ähnlich wie die Symptome bei einer zu schwachen Magensäure. Ich komme gleich noch dazu. Also, die Symptome bei einem Histaminmangel sind eben Verdauungsbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Blutdruckabfall, Schwindel, und das ist sehr gefährlich, kann sehr gefährlich sein. Schwindel ist ja klar bei Blutdruckabfall, Herzrasen, bei Frauen Menstruationsbeschwerden, rinnende Nase, die ganzen Allergiesymptome, Heuschnupfen da draußen. Es gibt chronische Schnupfen, Kopfschmerzen, Migräne, rote Augen, geschwollene Lippen. Und natürlich, wenn man das hat, man will ja nicht damit leben. Und wenn man jetzt denkt, eben ja gut, Histamin macht nur blöde Symptome, die mich nerven. Ja, bei einem Histaminüberschuss. Natürlich, bei einem Histaminüberschuss ist das der Fall. Warum? Weil der Darm eben geschwächt ist und nicht mehr rasch genug, also nicht mehr in genügend raschem Zeitraum Histamin abgebaut werden kann. Aha, also fehlt es an einem Element, um Histamin eben abzubauen. Und nicht einfach zu denken, also auf beide Seiten ist, ob wir nur einen zu hohen Histaminspiegel haben oder einen zu tiefen Histaminspiegel, sind die Symptome im Grunde ja ähnlich. Außer bei einem zu hohen Histaminspiegel hat man diese histamininduzierten Symptome, diese allergischen Reaktionen. Und ein weiteres Beispiel ist, um das zu veranschaulichen, ein zu hoher Blutdruck. Ja, ein zu hoher Blutdruck merkt man nicht. Deshalb sagt man, das ist ein Silent Killer, also ein stiller oder ein versteckter Killer oder dieses zu hohe Blutdruck. Man kann über viele Jahre mit einem zu hohen und zum Teil sogar viel zu hohen Blutdruck leben, bis es irgendwann mal zu einer Reaktion kommt, zu einer Reaktion kommt und man hat dann einen sogenannten, man macht einen Hirnschlag oder eine Hirnblutung oder einen Herzinfarkt. Das sind alles, gibt es viele Symptome dazu. Also, und im anderen Fall, bei einem zu tiefen Blutdruck, da kann man nicht, man kann, wenn der relativ tief ist, aber wenn der viel zu tief ist im Vergleich, dann dann kommst du zu einem Blutdruckabfall und man fällt in Ohnmacht. Ja, habe ich letztes Mal erklärt, was Ohnmacht bedeutet. Ohn kommt von un. Man ist dann unmächtig, nicht mehr
mächtig seinem Körper und man fällt in Ohnmacht und kann das nicht mehr kontrollieren. Und genauso verhält er sich bei zum Beispiel bei, nicht nur bei Hypertonie und Hypotonie, also zu hohen oder zu tiefen Blutdruck, sondern genauso bei zum Beispiel Hyperglykämie oder einer Hypoglykämie, also einem zu hohen Blutdruck, Blutzucker oder einem zu tiefen Blutzucker. Und einen zu hohen Blutzucker, da kennen wir Menschen, die und Patienten, die über viele Jahre mit einem viel zu hohen Blutzucker leben, das nie beim Arzt prüfen oder bei ihrem Heilpraktiker oder Naturarzt des Vertrauens, das nie anschauen und einfach so weiterleben. Ja? Sehr oft der Fall. Und das geht relativ lange bei einem viel zu tiefen Blutzucker. Ja, da fällt man ins Koma, wenn zum Beispiel der Blutzucker unter 50 Milligramm pro Deziliter ist, also oder fällt. So, und was sagt also die Schulmedizin zu diesen Histaminsymptomen? Was kann man machen? Was kann eine Histaminintoleranz, das heißt eben, der Körper kann mit so viel Histamin nicht mehr umgehen, sagt, dein Körper kann Histamin nicht mehr tolerieren. Im Grunde ist das eine falsche Erklärung. Natürlich kann dein Körper Histamin tolerieren, aber der wahre Grund ist, dein Körper kann Histamin nicht mehr tolerieren, weil er es nicht mehr schnell genug abbauen kann. Ja? Dieser Histaminspiegel. Und wenn das funktioniert, wenn die Gegenspieler da sind und der Darm gesund ist, dann funktioniert das auch. Und Histamin wird ihm genug, weil jeder Mensch braucht Histamin. Ja? Ein zu tiefer, wie gesagt, ist genauso schlecht wie ein zu hoher Histaminspiegel. Aber das wird halt eben meist nicht erkannt. Und wie gesagt, werden nur die Symptome unterdrückt. Und was sagt also die Schulmedizin? Was kann eine Histaminintoleranz auslösen? Die Schulmedizin sagt, mögliche Ursache sind Infekte. Ja, gleich da. Und wie kommt es zu einem Infekt? Bei einem geschwächten Immunsystem. Und wo ist das Zentrum unseres Immunsystems? Im Darm. Darm gesund, Mensch gesund. Der Darm ist das Zentrum unseres Immunsystems. Die Immunzellen sind in höchstem Maße und vor allem vorhanden im Darm. Ob jetzt 80 oder 90 oder 70%, aber die sind im Darm. So, Infekte. Wie kommt es zu Infekten? Durch eine gesunde Ernährung und Lebensweise? Nein. Aber das sagt die Schulmedizin nicht. Was sagt die Schulmedizin weiter? Eben Lebensmittel. Ja, natürlich Lebensmittel, aber das ist auch falsch erklärt. Das sind keine Lebensmittel, sondern das ist Food und Füllstoffe, weil Lebensmittel, die leben und die sind gesund und die machen das nicht. Medikamente seien ein Verursacher von einer Histamin. Ja, das stimmt, weil diese Medikamente den Darm immer schwächen. Zyklus, also die Menstruation, nein. Ein Zyklus bei einer Frau oder die Menstruationszyklus, das ist etwas Gesundes von der Natur aus gegeben. Deswegen hat eine Frau nicht eine Histaminintoleranz. Nein. Erst wenn sie ihren Darm geschwächt hat. Und dann gibt es auch die ganzen Menstruationsprobleme und Beschwerden. Und eben auch Darminfekte sei auch ein Auslöser, sagt die Schulmedizin. Ja, natürlich Darminfekte. Und wie kommt es zu einem Darminfekt? Und eben auch beim Verzehr von sehr histaminhaltigen Lebensmitteln und so oder histaminfreisetzenden Lebensmitteln, sogenannten Histaminliberatoren, Libere von frei, die würden das dann freisetzen oder kann eine Unverträglichkeit hervorrufen. Das, kleines Beispiel oder kleine Klammer auf, ist etwa die gleiche Erklärung wie zu sagen, ja, wir müssen alle Gluten oder gliadinhaltigen Lebensmittel verbannen. Falsch. Natürlich, diesen Weizen, den es heute gibt, das ist ein Hybridweizen seit den 70er Jahren. Dieser Hybridweizen hat die zehnfache Menge an Gluten und Gliadin, der ist gezüchtet, Glyphosat und so weiter, habe ich tausendmal erklärt. Also, natürlich, diesen Weizen sollte man weglassen. Aber nur wenn dein Darm krank ist, kannst du keinen Urdinkelweizen oder andere Getreide und andere Produkte, die Histamin enthalten. Histamin ist nicht einfach Gift und Histamin oder eben Gliadin oder glutenhaltige Lebensmittel muss nicht unbedingt Weizen nehmen. Da gibt es andere Lebensmittel, die noch leben und Nahrungsmittel, die Nährstoffe liefern, die
auch Histamin-Liberatoren sind. Es macht überhaupt nichts, wenn der Darm gesund ist. Und bei einem geschwächten Darm, ja, sollte man die dringend weglassen. Und Weizen, alle Arten von Weizen. Es gibt feine Reispasta, Klammer zu, so viel zum Histamin. Also, und das sagt die Schulmedizin so eben. Natürlich, das Einzige, was da stimmt, ja, die Medikamente und die Lebensmittel. Da hat die Schulmedizin recht. Aber was für Lebensmittel? Natürlich wieder Zucker, Weizen, Milchprodukte, alle diese Einfachzucker, Fluorid, Zahnpasta, Gift für den Körper, die ganzen Schwermetalle zum Beispiel, die sich im Bindegewebe, die Proteine kleben, im Bindegewebe, Fettgewebe, die kann man ausleiten. Zum Beispiel mit der Meister der Entgiftung, mit Zeolit, sanfte Ausleitung ist das Stichwort. Also, und unter Histamin-Unverträglichkeit versteht man eben die Unverträglichkeit von mit der Nahrung aufgenommenen Histamin oder aufgenommenes Histamin, deren Mangel, jetzt kommt wieder ein interessanter Begriff, durch seinen oder einen wichtigen Gegenspieler nicht mehr genug rasch, habe ich vorhin erklärt, genug rasch abgebaut werden kann. Und dieser Gegenspieler, wir haben im Körper immer Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler von Histamin ist das DAO, drei Buchstaben, DAO, Thiamin, Amino, Oxidase, Enzym. Und dieses Enzym ist dann nicht mehr in genügend Menge vorhanden, ist ja klar, weil dein Darm geschwächt ist. Ja? Und es ist so viel geschwächt, genauso wie von den guten Bakterien nicht mehr genug da sind. Und dann kommt es zu einer Fehlbesiedelung vom Dünndarm. Also die, wie eine Siedlung, Häusersiedlung von mir aus, oder ja, die da, oder Menschensiedlung, die da nicht hingehören, in da. In, die gehören auch nicht an den Abgrund von einem Wasserfall. So, also die gehören da nicht hin. Und deshalb ist es eine Fehlbesiedelung. Die müssen da weg, damit es wieder Platz hat für die. Aber das ist das Thema zum Leaky Gut. Warum? Weil alles immer mit dem Darm zu tun hat. So, und was macht die Pharmaindustrie als Therapielösung, wenn jemand solche Histaminsymptome hat? Es geben einfach ein Antihistamin. Histamin wird einfach unterdrückt. Genauso wie wenn du einen zu hohen Blutdruck hast, Hypertonie, ja, Hypertonus, und dann gibt man einfach Blutdrucksenker. Die Ursache wird nicht angeschaut und die richtigen Schritte eingeleitet, welches wirklich zur Gesundheit führt. Du bist dann ein Abhängiger von Blutdrucksenkern, ein Abhängiger von Cortison zum Beispiel. Aber das sind dann eben Fexofenadin, Loratadin, Levocapastin, Levotetrizin und so weiter. Die ganzen, die bekannt sind, da solche, alles geht immer ums Gleiche, diese Histamin-Symptome und Cetrizin, die Histaminsymptome zu senken. So, und diese Histaminsenker sind nichts anderes als, auch wie bei der Magensäure, Protonenpumpenhemmer, welche die Beta- oder Belegzellen oder die Beta-Zellen blockieren. Und diese Histaminrezeptoren, man nennt die Histaminrezeptoren Blocker oder Antihistaminika, sind Substanzen, die einfach die Wirkung von Histamin senken, indem sie die Rezeptoren blockieren. Und musst du einfach ganz offen dazu sagen, ja, wenn jemand diese Symptome hat, wie brennende Augen und laufende Nase und man kann an keinem Meeting teilnehmen und wenn man arbeiten muss oder auch nicht, dann ist es schrecklich, solche Symptome zu haben. Und dann nimmt man halt solche Histaminsenker, aber die Ursache ist nicht behandelt. Und wie gesagt, man wird dadurch nicht gesünder, sondern der Darm wird durch diese Medikamente auch noch immer mehr geschwächt. Also, nochmal, was sind die Gegenspieler, die, wenn wir das Histamin senken wollen mit natürlichen Mitteln, dann ist es das DAO, Thiamin-Aminooxidase, sehr wichtig. Was hilft, Histamin zu senken? Vitamin C. Und nicht irgendwo eine Vitamin C-Brausetablette mit Süßstoff drin und künstlichen Süßstoff und Saccharosezucker und Zahnschrott. Nein, damit schwächst du gleich wieder deinen Darm. Sondern Vitamin C aus einer natürlichen Quelle, am besten ein gepuffertes Vitamin C von guter Qualität und hochdosiert. Was heißt hochdosiert? Mindestens 1000 bis 2000 bis 3000 bis 4000, kannst bis 5000. Ja, Linus Pauling hat 9000
Milligramm, also 9 Gramm oder noch höher, man spricht manchmal sogar von 20.000 Milligramm oder 20 Gramm Vitamin C. Das muss nicht sein. Wenn du 4.000, da gibt es 1.000 Milligramm Kapseln, gute, also 4 Gramm Vitamin C, 4 bis 5 Gramm. Und das senkt den Histaminspiegel und hochdosiert auch Vitamin B6. Und ein Geheimtipp ist zum Beispiel auch, was auch wichtig ist, um die Darmschleimhaut zu heilen. Ich könnte jetzt hier wieder eine ganze Zeile aufzählen, aber eben DAO, die Aminoaminooxidase, bekommt man online. Dann Vitamin C und Vitamin B6 oder auch noch zusätzlich eben Quercetin und Phosphatidylcholin. Das hilft alles, um diese Darmschleimhaut wieder zu heilen, um die Fehlbesiedlung wegzubringen. Und, aber das ist eine andere Sache, man muss sich den Leaky Gut anschauen. Eben weil, und Vitamin C ist so ein Co-Faktor für den Histaminabbau und unterstützt somit das Enzym Diamin-Aminooxidase. Also auch da nicht einfach nur Vitamin C oder B6 oder Quercetin. Nein, man muss schon das Ganze anschauen und Gluten und das ganze Zeug weglassen. Deshalb, das ist einfach nur ein Teil mit dem Histamin, aber dafür, ich habe ja diesen Online-Kurs gemacht, schau dir den Online-Kurs an, ist unten verlinkt. Warum? Dort geht es darum, wenn man das einmal gemacht hat, versteht man, aha, es ist so einfach, ich lasse das weg, ich nehme das dazu und auf einmal, es braucht schon ein bisschen Zeit und Geduld, aber die guten Dinge, die brauchen immer Zeit und Geduld. Also, es ist immer der Leaky Gut, immer unser Darm, weil der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit und wir sollten nie einfach nur die Symptome behandeln, sondern immer die Ursache anschauen. Wie gesagt, in einem Notfall, ja, kann man das machen oder soll man oder muss man das sogar machen bei einem Notfall. Aber um ganzheitlich gesund zu werden, müssen wir immer etwas ganzheitlich betrachten und die Ursache angehen. Und das funktioniert eben. Und das habe ich im Online-Kurs erklärt. So einfach, praktisch, mit Tabellen, mit Checklisten, mit allem. Das wann da nehmen, mit einem Therapieplan zum Sofortstart, wo du siehst, ah, ich nehme das, das lasse ich weg. Und auf einmal merkt man, gewisse Leute berichten, über Nacht, oh, ich kann endlich wieder schlafen. Ah, jetzt habe ich wieder das. Meine unruhigen Beine sind weg. Meine Nervosität. Ich kann mich wieder konzentrieren. Ja, diese Sprünge gibt es. Aber trotzdem braucht es Zeit. Und dann, wenn dieser Darm geheilt ist, ist das Zentrum gesund. Und wenn das Zentrum gesund ist, ist alles andere auch gesund. Weil du kannst keinen Darm heilen, ohne deine Ernährung und deine Lebensweise umzustellen. Also, das ist ein interessantes Thema. Also, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer über die neuesten Inhalte informiert bist. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten hier und jetzt.